Herzlich willkommen, liebe Freunde gepflegt fischiger Videospielunterhaltung. Wir schreiben den 29. November 2012. Wie ich eben gerade auf Wikipedia nachgelesen habe, wurde vor genau 40 Jahren von der Firma Atari Pong veröffentlicht. Fand ich jetzt irgendwie sehr interessant. Hab da noch nichts anderes oder beziehungsweise hab heute noch gar nichts drüber gelesen. Aber es ist Pong, mein Gott. Jeder kennt Pong, jeder liebt Pong. Also das ist eines der ersten Videospiele. Zumindest das erste Videospiel, das kommerziell erfolgreich war auf eine gewisse Art und Weise. Aber gut, egal. Wir wollen heute nicht über Pong reden, weil das ist Vergangenheit. Liegt ganz weit zurück. Wollen wir uns zwar dran erinnern und schön nostalgisch irgendwie drüber schwärmen und so, aber eigentlich stehen wir ja an der Schwelle zur Zukunft. Und die Zukunft beginnt morgen, denn morgen haben wir mal wieder eine Wachablösung, zumindest was Konsolen angeht. Denn ab morgen ist dieser schmucke kleine weiße Kasten hier, den wir alle kennen und lieben, so ziemlich out, könnte man so sagen. Ja, die gute alte Wii hat ausgedient. Ausgedient hat sie bei so manch einem von euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger, weil es jetzt zugegebenermaßen auch schon ein bisschen länger her, dass mal wieder irgendwas Gescheites da rauskam. Wann kam jetzt tatsächlich das letzte einigermaßen vernünftige Wii-Spiel heraus? Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen könnte, das war so und so. Ich weiß es offen gesagt gar nicht. Was habe ich mir denn... Ich habe so lange an Zelda gesessen, wie ihr alle gesehen habt auf meinem Kanal. Und das kam November letzten Jahres raus. Und ich meine, ich saß an Zelda ungefähr ein Dreivierteljahr oder so. Das hat bei mir ziemlich lange gedauert. Von daher war ich noch ziemlich lange mit dem Ding ja beschäftigt. Aber kam dazwischen noch irgendwas anderes Geistreiches raus? Mario Party 9 oder so ein Quatsch, oder? Kann sein. Aber das habe ich nicht mal. Also von daher, egal. Jedenfalls, die Wii ist ab morgen uninteressant. Mehr oder weniger uninteressant, weil ihr seht die ganze Zeit, ich habe hier oben hier die Klappe noch offen. Ganz einfach, weil ich zu faul war, jetzt extra für diese Aufnahme meine GameCube Memory Cards hier rauszuziehen. Und die werden auch weiterhin gut ihre Dienste verrichten. Und ich glaube, ich werde auch weiterhin die Wii in jedem Falle benutzen, um GameCube-Spiele abspielen zu können. Denn das kann die Konsole, die morgen rauskommt, ja dann offensichtlich nicht mehr. Die Wii U. Ja, ich habe vorhin zum Glück erfahren, dass Amazon meine Bestellung tatsächlich bearbeitet hat und auch schon eine Versandbestätigung eben herausgeschickt hat. Und meine Wii U kommt dann morgen im Laufe des Tages. Kleines Problem an der Sache ist nur, dass ich arbeiten bin. Das heißt, ich werde das Päckchen nicht persönlich entgegennehmen können. Entweder es erbarmt sich ein netter Nachbar oder der Postbote nimmt es wieder mit und ich werde mir die Wii U dann am Samstagvormittag abholen. In jedem Falle könnt ihr damit rechnen, dass ich irgendwie an diesem Wochenende irgendwann mit der Wii U zu tun haben werde. Und dann werde ich ein ganz klein bisschen Zeit mit dieser Konsole verbringen. Und dann werde ich mir vor allem auch mal meine eigene Meinung diesbezüglich bilden. Ich weiß ja nicht, ob ihr das in den letzten Tagen, Wochen so einigermaßen mitverfolgt habt. Ich meine, in Amerika ist die Wii U jetzt mittlerweile schon knappe 2 Wochen draußen oder so. Und allgemein Hiobsbotschaften und so, oh mein Gott. Also zum einen positive Neuigkeiten für Nintendo oder positive Nachrichten für Nintendo. Die Wii U verkauft sich wie geschnitten Brot. Also wie das zum Launch einer Konsole eigentlich meistens so ist. Naja. Und alle möglichen Händler und so, alles restlos ausverkauft und jeder will die Wii U, jeder kauft die Wii U und alles schön und gut. Aber wenn die Wii U dann erstmal zu Hause steht, dann kommen solche Nachrichten wie erstmal System-Update draufziehen, dauert alles arschlange, irgendwie Online-Server noch nicht richtig funktionsfähig und Controller... Schrägstrich, Touchscreen funktioniert nicht so, wie er sollte oder irgendwie ganz, ganz komische Geschichten und keine Ahnung was und was eben, ja. Ich meine, die Leute reden gerne. Ich bin jemand, der sich dann doch lieber irgendwie gerne seine eigene Meinung drüber bildet, deswegen freue ich mich einfach darauf, dass die Konsole dann tatsächlich kommt. Es ist eine neue Konsole, mein Gott. Also, das ist dann wirklich die Wachablösung. Im Endeffekt... Das, was ich jetzt momentan immer noch gerne als Next-Gen tituliere, sprich Xbox 360 und PlayStation 3, das wird dann abgelöst durch eine Next-Next-Gen-Konsole, die Wii U. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das offen gesagt auf meinem, oder in meiner Konsolenecke so ein bisschen einrichte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich immer so ein bisschen abbauen oder hin und her bauen oder so, dass ich die Wii U, also die Wii U selber scheint ein bisschen, also rudimentär größer zu sein als das Ding hier. Und ich glaube, ich werde die Wii U auch hinlegen.
Und ich werde sie wohl auf die Xbox 360 packen müssen. Oder so. Ich weiß noch nicht genau. Naja, ich werde das jedenfalls irgendwie so machen. Und, Entschuldigung. Und ganz unter Umständen lasse ich euch an der Stelle. Kurze Pause. So, und wieder da. Und ganz unter Umständen lasse ich euch ein ganz klein bisschen daran teilhaben. Denn es war ja. Oder beziehungsweise es haben ja doch einige Leute irgendwie danach gefragt, Hering, wenn du deine Wii U bekommst und so, machst du dann so ein Unboxing-Video und so und zeigst uns dann, wie du die Konsole auspackst. Ich meine, ich selber bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich übermäßig viele Unboxing-Videos im Internet anschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, davon abgesehen. Ja, also so ein gutes, erfolgreiches Unboxing-Video, ich glaube, das wird echt eine Herausforderung für mich, so oder so ähnlich. Aber mein Gott, ihr wolltet es so und irgendwas in der Art werde ich euch in jedem Falle zeigen und mal gucken, ob es nett wird oder nicht. Ja, ich muss mal schauen. Und ansonsten werde ich natürlich jetzt am Wochenende dann ganz viel zocken, was genau davon dann irgendwie als Videomaterial zu euch herüberschwappen wird, das werden wir dann irgendwie sehen. Und da könnt ihr euch in jedem Fall drauf freuen. Nebenbei werde ich versuchen, irgendwie meine anderen Let's Play-Projekte am Laufen zu halten, auch wenn mir das nicht hundertprozentig gelingen wird, das weiß ich jetzt schon. Denn die Zeit ist, ich werde meine großen Probleme irgendwie damit haben, aber gut, egal. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe und ihr nehmt dann das hin, was ihr bekommt. Und dazu jetzt nur eine Sache tatsächlich, da ich dann ja die Wii U augenscheinlich jetzt irgendwie die nächsten Tage bekomme, entweder morgen oder allerspätestens Samstag, nur noch eine kleine Sache, wenn ich jetzt sowieso die Videos mache und so weiter, ihr könnt mir gerne jetzt auch unter dieses Video nochmal irgendwie ein paar Sachen schreiben, was ihr zum Beispiel unbedingt noch über die. Also, sofern ihr euch die Wii U nicht selber morgen kauft oder so, es kann ja durchaus sein, dass sich einige Leute irgendwie auch über meinen Kanal informieren möchten. Und, oder die sich auch vielleicht schon ein bisschen informiert haben, aber trotzdem denen einige Sachen noch nicht so ganz klar sind, was die neue Konsole und so weiter angeht und was sie kann oder nicht kann oder wie funktioniert das oder dies oder jenes oder Hering, sag mal und keine Ahnung, was und hast du nicht gesehen. Also, wen wirklich meine Meinung zu gewissen Dingen interessiert, der kann ja einfach mal unter dieses Video hier gewisse Fragen posten oder so, auf die ich dann in gewissen Wii U-Videos dann einfach nochmal, also auf die ich mich beziehen könnte oder so, oder Fragen, die ich dann eben beantworten könnte. Kann ja sein, wie gesagt, dass ihr irgendwas habt, dass ihr irgendwas genau wissen wollt oder so. Hering, wie lang ist das HDMI-Kabel, das der Wii U beiliegt oder keine Ahnung was. Da würde ich mich hier hinstellen mit so Maßband oder keine Ahnung was und dann würde ich das für euch nachmessen. Ist absolut kein Thema. Oder wenn ihr sonst irgendwas wissen wollt. Zum Video selber, zum Menü. Oder schieß mich tot. Weiß ich nicht. Wenn ihr irgendwas da diesbezüglich habt oder so, was ihr unbedingt loswerden wollt, müsst, was ihr jetzt am Wochenende erfahren wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Und dann mache ich das. Das ist kein Problem. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was dabei herumkommt. Und dann gucken wir einfach mal, ob dem Hering die Konsole dann unterm Strich auch gefällt oder nicht. Ansonsten noch mal eine kleine Sache am Rande, weil ich darum gebeten wurde von einer ganz lieben, netten Person, die mir jetzt schon das ein oder andere Mal ein ganz klein wenig ausgeholfen hat und die, ich muss immer wieder ein bisschen gucken wegen Wesker, die mir ein ganz klein bisschen ausgeholfen hat und mir ein paar schöne Dinge einfach fabriziert hat und die auf YouTube ganz toll aussehen, wie zum Beispiel mein Kanalhintergrund oder mein Avatar, den seltsamerweise irgendwie kaum einer von euch so richtig toll fand. Ich persönlich finde ihn aber toll, deswegen habe ich ihn drin gelassen. Die Rede ist von dem YouTube-User RBRacerOne. Er hat mich darum gebeten, doch ein kleines Video irgendwie auf meinem Kanal zu veröffentlichen. Und ich habe mir an der Stelle gedacht, ich binde das als Werbung jetzt einfach mal in dieses Video hier noch mit ein. Deswegen sind die letzten 2 Minuten dieses Videos jetzt quasi gesehen nicht direkt von mir, aber von mir für ihn, aber durch ihn produziert. Egal, er hat jedenfalls ein kleines Werbevideo für seinen Kanal produziert und das ist total rasant geschnitten und total stylisch und total modern und total geil und so. Und das soll euch einfach nur darauf hinweisen, dass er total tolle Kanalhintergründe und schieß mich tot noch alles für grafische Sachen macht. Und wenn ihr einfach mal Lust darauf habt, irgendwie, dass der kleine Kerl für euch arbeitet oder so,
weil Lee auch irgendwas auf YouTube braucht, dann haut ihn doch einfach mal an, per PN oder dergleichen. Oder auf seinem Kanal oder schaut euch seine Videos an oder weiß der Teufel was. Und ja, dann fragt ihn einfach mal und er macht bestimmt ein paar Sachen für euch. Ansonsten schaut euch die Sachen einfach an. Er ist wirklich ein ziemlich guter Grafiker, kann man so sagen. Aber er ist auch noch in der Lernphase irgendwie. Man muss ja auch noch sagen, er ist noch relativ jung. Von daher, ich gestehe ihm da an der Stelle auch wirklich viel zu. Und übrigens auch der ein oder andere Rechtschreibfehler in seinem folgenden Video. Aber gut, okay. Deswegen ist es okay, ja. So, ich lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich uns alle jetzt hier noch in Verlegenheit bringe, vor allem ihn und mich. Viel Spaß mit dem kleinen Werbevideo von Airbnb Racer One. Und ansonsten sage ich an der Stelle tschö mit Ö. Schreibt mir eure Fragen bezüglich der Wii U unter dieses Video. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald mit viel Wii U-Material auf meinem Kanal.